Hey und willkommen hier zu einer neuen Die Sims 4 Let's Play Folge hier im Elternfreundehaus. Ich bin Daniel von simfans.de und wow, die Sina ist noch wach hier. Gute Nacht hier. räumst du ja noch auf? Sehr gut. Wir haben letztes Mal einen Hamster für die kleine Lia uns geholt und das Kinderzimmer auch eingerichtet. Die Sims 4, mein erstes Haus, die Axis war's, erscheint heute Abend, wenn ihr das Video direkt hier anguckt. Und ja, wir gucken uns das Gameplay hier mal an. Die Katze guckt sich auch das Gameplay an. Was ist das hier alles neu? Oh Mann, was können wir denn da machen? Können wir mal ein Leckerli füttern hier? Vielleicht können wir auch mal mit dem spielen. Mal gucken, ob wir den rausholen können. Oh, die Katze will auch spielen, ne? Oh. Naja. Sina, kommst du da? Komm her. So, wir holen ihn mal raus. Na, hallo, Hamster. Wiep, wiep. Was das schon mit dem Spiel? Nee, komm. Mirsha? Mirsha, oh. Wie geil. Sehr cool. Ach ja. Wir beobachten den mal. Oh, wir haben eine neue Stimmung, sehe ich gerade. Oh, was kann man hier machen? Geheimnis erzählen. Was hast du hier für eine Stimmung? Nagerspielzeit, weil mit Nager gespielt hat. Für einen kleinen Nager ist ein bisschen Spielen eine ganz große Sache. Okay. Oh, ich glaube, der will schlafen, ne? Ne, der schläft da oben jetzt. Ja, toll. Hallo. Wir sind hier gerade im Video. Was machen wir denn jetzt? So. Hey, du Hamster, ich bin die Sina. Du bist jetzt berühmt hier im Let's Play. Oh, da gibt es auch den Zustand hier. Hunger satt, Aufmerksamkeit zufrieden, Aktivität zufrieden. Na denn. Was sind das coole Icons da, ne? Den Sprechblasen. Können wir das irgendwas jetzt noch machen mit dir? Komm, wir spielen nochmal mit dir. Ich finde das Spielen so cool. Aber beiß uns ja nicht. Ich habe im Trailer gesehen, dass du uns beißen kannst, ne? Ja. Vielleicht beißen die auch nur, wenn die hungrig sind oder so. Man weiß es nicht. Komm, wir füttern dich nochmal. Du hast hier überfüttert. Schimpfen. Wieso soll man da nach Nagern fragen? Und anbrüllen. Wieso soll man den irgendwie beschimpfen oder so? Hallo? Und wie ist dein Tag bisher so? Hast du gelesen heute schon was? Man hat dir den ja auch in den Beziehungen drin. Hamsterli. ja, stabile ja. Ist kein Bock mehr, ne? Holst den Ball? Den Ball kannst du nicht. Kannst du nicht spielen damit. Ich will, dass er uns beißt. Ich will, dass er uns beißt. Wir wissen, was dann passiert, vor allen Dingen. Ja. Miau, miau. Ihr Katzen, ihr wieder. Ja, wir haben auch den geilen neuen Tisch. Habt ihr den schon entdeckt, liebe Kätzchen? Müsst das mal hier entdecken, oder? Mann. Und? I'm away. Schon sweet irgendwie gemacht, ne? So. Ja, wir müssen bei dir jetzt. Du musst aufs Klo gehen, sehe ich gerade. Oh, du hast hier noch mehr Stimmungen. Ausgeruhter Nager, weil Nager beobachtet hat. Und zufriedener Nager. Okay. Sina ist vor lauter Niedlichkeit völlig aus dem Häuschen, nachdem sie ihr glückliches Tierchen beim Flitzen durch den Käfig beobachtet hat. Und gut ausgeruht sein erhöht die Konzentration. Nager sind ja so weise. Ah, bekommt ihr eine konzentrierte Stimmung. Nicht so schlecht. Wieder gewachsen, ja. Ah, Kleinkindfähigkeit. Also wir müssen jetzt mal hier Klavier spielen mitten in der Nacht, würde ich sagen, Sina. Oder zur Inspiration Klimpon. Nee, du sollst mal üben. Weil wir müssen ja mit dir, du bist ja hier unsere kreatives Wunderkind, oder wie war das? Du bist hier unsere Musikliebhaberin und kreativ. Das ist your Dings hier, Elfenbeinkiste. Das bist du verspielt, sehr gut. Weil wir haben auch diese Puppe da. Wieso zeigt die eigentlich in die falsche Richtung? Wir mal umdrehen hier. So. Oh. Ja, üb mal allein. Felix ist wach, guten Morgen. Oh, du musst voll Bibi. Eieieiei. Du musst voll Pipi. Oh, und die kleine Maus ist auch wach. Die haben wir letztes Mal das coole Hamster-Outfit hier gegeben und natürlich auch das Kinderzimmer umgebaut. So, du willst zu Mami?
Ah, hat die dich jetzt aufgeweckt oder was? Du bist ja noch gar nicht fit. Eieieiei. Komm, dann hören wir mal da mal. Oh, pass auf, flieg uns. Ja, das ist die Treppe runter hier, ne? So. Ja, ne? Die kann hier richtig gut spielen, oder? So halbwegs gut. Was ist das laut? Jeps. Du musst hier das Ding hier mal reparieren. Schatzi, Leute, Felix, come on. Mach das mal, bitte. Oh. Oh, nee, was ist denn das für ein Kackrechner? Voll schlimm. Ist das hier aktiviert? Ja. Verspieltes Dekor. Sina. Ich glaube nicht so. Der Bringer. Spielst du mit den Kätzchen? Nee. Streicheln. Komm, wir tauchen mal ein. Mama, ich bin ja auch eine Katze. Ja, hallo. Deine Säckchen sind so cool. Ja, ihr müsst euch gegenseitig was zum Essen besorgen. Freundlich brabbeln. Komm, brabbelt mal. Und mach mal nach, Mann. Du bist ein kleiner Marienkäfer. Die Katze interessiert gar nicht. Ne? Verstehst du noch nicht, kleine Lea? Was ist jetzt los? Knuddel mich! Ach, ist die cool. Ich könnte stundenlang zugucken, oder? Ja, wenn ich euch noch länger zuguck, die Katze ist schon weggesprungen, dann bist du schon fertig, Felix. Bist du schon fertig? Ich glaube schon. Oh, da ist ein Schatz drin oder was hier? Hast du den Schatz entdeckt? Du bist ja schon am Mampfen, du sollst ja für alle was zum Essen machen, bitte lieber. Lieber Spatz hier, komm hier mal auf hier zu essen. Oh, okay, du darfst essen. Ja gut, ess es halt, ist es halt. Ist es wegen mir, ist es. Aber dann grillst du mal für alle, okay? Wir haben so selten gegrillt. Ja, morgen machen wir mal... was gibt's denn Leckeres hier? Ich würde mal Hähnchenbrust grillen. Ja, Katze hier, du kommst auch schon hierher, ne? Ja, komm, grill mal für uns alle. Jetzt hast du genug Hunger hier schon. Mach mal was für unsere lieben Families hier. Und du bist wieder eingeschlafen, kleine Maus? Okay. Ist okay. Müssen wir auch noch hier gucken, dass da alles hier im grünen Bereich ist. Satt, zufrieden und zufrieden. Alles gut, Hamsterli. Good morning. Good morning, good morning. Oh, du bist traurig, wieso? Wegen dem Kondomtier? Du bist hungrig. Oh ja. Der Felix kommt gleich und gibt dir was. Ja. Wieder alle Tische hier besetzt, belegt. Ah, oh, ist den Grill voll versaut hier. Jetzt ist er wieder sauber, auf komischerweise. Kannst du mal der kleinen Hanna-Maus eine Lea-Maus eine Portion geben? ich sag immer Hanna, weil die andere heißt Hanna von der Svea. Ich kann es nicht auseinanderhalten. Bring mal der Maus was zum Essen, komm. Die hat voll Hunger. Schönes Maiskölbchen für die Zähnchen. Für die Hasenzähnchen. Sina, du bist immer noch am Klimpern. Klimper, Klimper. Spielzahn aufräumen. Nee, du kannst mal hier den Ding hier aufräumen. Ah nee, das muss ja der Felix machen, ne? Dann räum halt das Spielzeug auf, ist mir auch egal. Guck mal, guten Morgen. Wir haben was zu mampfen für dich. Wo ist es jetzt? Hast du es im Inventar? Ja. Grillhähnchen. Im Bett serviert. Ach, wie cool. Ja, du hast auch mal das Hamster-Spielzeug. Danach kannst du mal damit bitte spielen.
Fantasiefähigkeit. Und Felix, ihr könnt jetzt mal schön hier essen, ja? Komm, zu essen rufen. Sina, was machst du? Zuschauen. Kommst auch mal bitte mit raus. Komm, wir müssen das Frühstücken hier mal draußen. Wir haben ja noch nie draußen gefrühstückt, glaube ich, ja? Sina, komm. Bewegung. Oh, die schmiert hier alles wieder rum. Auf die neuen Möbel. Das Ding guckt schon so grimmig. Komm, ihr bekommt auch Grillhähnchen. Kannst du mal joggen gehen danach. Ein Gericht nehmen. Kannst du dann mal hier bitte dann sitzen und du auch. Wie wär's mal? Im extra schönen runden Tisch hier und du? Was machst du jetzt? Grillhähnchen essen. Ja, geh doch runter zum Stuhl, du Hongel. Mann, solange wir keinen Schnee und was weiß ich was haben. Was machst du jetzt? Umarmen. Sollst doch was essen jetzt. Ihr seid immer so übertrieben hier, Mann. Okay, und danach den Garten hier alles ernten, dann haben wir wieder ein bisschen Kohle. Ist, glaube ich, ganz gut. Jetzt haben wir das so ein bisschen verteilt. Da müssen wir nicht alles immer auf einmal ernten, ne? Ich glaube, ich kriege euch nie wieder zusammen hier an den Tisch. Ich will auch was haben. Du hast dein Mampfzeugs, ja? Leon, du hast hier dein Krams. Ja, nix hier. Hallo? Lässt du mal unseren Scheiß hier in Ruhe? Ja, du wirst eine Torte essen. Mau, mau. Und was machst du? Spielst du mit dem kleinen Hamsterli? Sehr cool. Du bist ja noch ein Fantasy-Kind. Wie können wir denn Denken steigern? Flashkarten, Stapelblöcke. Bewegung. Ach so, ja genau, ihr habt ja auch abgestimmt hier noch. Wir sollen die, ich habe euch gefragt, wie sollen wir die Lea erziehen? Und 50% haben gesagt normal, 30% streng und ja, knapp 20% waren für locker. Deswegen wird es so eine normale mit bisschen mehr streng sein, zumindest habe ich das vor. Also wir bringen dir auf jeden Fall alles Mögliche bei. Sprechen beibringen ist schon mal ganz gut, glaube ich. Und, dann Tag verschönern ist da auch mal sowas nicht schlecht, ne? Bloß die Gesichter schneiden. Und der Felix, der muss jetzt hier mal programmieren üben, würde ich mal sagen, ja? Du musst jetzt hier mal wieder was arbeiten, wie wär's? Ist ja unser Programmer hier. Programmieren, wir müssen freiberufliche Arbeit beginnen, ne? Ja. Aber du kannst erstmal hier das Krams hier plündern. Mach das mal erst, bitte. Sonst verreißen es die Katzen da wieder. Das Zeug können wir dir auch mal ins Inventar schieben. Dann kannst du noch mehr basteln. Deine Sachen hier verbessern. Ich glaube, das ist auch noch so ein Teil, oder? Das können wir auch noch. Na, da träumst du mal bitte auf. Und dann gibt es hier ein Programmieren, freiberufliche Arbeit. So. Und? Gehst du jetzt hoch? Zuschauen. Sollst dir doch was beibringen. Mädchen, ein Mädchen. Oh, die Katzen, die legen sich hier schon wieder. Mega Schmecker. Ah, so süß, die kleine Maus. Wir müssen dich jetzt, Erziehung. Oh ja, beibringen, bitte, danke. Ach, die Katzen auch. Mau, mau. Kinderbetreuung. Nö, dir geht's gut, ne? Wir gucken mal, dass wir. Flashkarten ist auch nicht schlecht. Basisbedürfnisse beibringen. Das ist ja, glaube ich, dann. Genau. Denken. Das wollen wir. Denken. Das ist eine Verschwörung. Die Grashalme unserer Stadt können unmöglich von selbst all genau dieselbe Breite haben. Hilf mir, eine Website einzurichten, um die Wahrheit herauszufinden. Ich kann dich mit Grillkäse bezahlen. Okay, nein. Die Wahrheit muss ans Licht und zwar um jeden Preis. Okay, jetzt haben wir da aber einen coolen Job bekommen. Das stimmt allerdings mit den Grashalmen, ne? Das ist voll platt hier, wie wenn eine Glasplatte drauf liegt, sage ich immer dazu. Legt mal eine Glasplatte auf eine Wiese oder auf einen Rasen. Na, du bist jetzt müde. Hein Gruber, ich kriege dich nicht mehr auf den Kopf. Nee, wir haben den Felix geheiratet, sorry. Also ich glaube, du willst hier nicht, ne? Du sollst jetzt aber bitte. Ich glaube, wir müssen bei dir das abbrechen. Kannst du hier mal sitzen. Und dann erstmal die Maus hier liebevoll umarmen. Und dann Flashkarten, Basisbedürfnisse beibringen. So.
Bitte, danke, bitte, danke. Mach das mal. Oh, ihr seid echt so sweet, wirklich mal. Ich hab keinen Bock, Mama. Komm her. Was redest du da, voll müde? So, könnt ihr mal bitte jetzt was lernen? Komm, wir lernen was zusammen. Oh, du bist todmüde, ne? Oh, shit, ey. Felix muss arbeiten, aber sonst haben wir bald wieder kein Geld. Wir können noch die teuren Rosen hier verkaufen. 1200 hier schon wieder. Na, ich sag's doch immer wieder. Das bringt so viel Geld, dieser Scheiß. Wir müssen auch noch mit euch in den Dschungel, in die Flitterwochen. Denn das bringt dann auch, dann können wir Avocados holen und sowas. Weeba. Arriba, arriba. Arriba. Was ist das? Coco. Brokkoli. Grosch. Oh. Und was ist das? Die Katze kommt auch. Weeba. Zahnbürste. Müssen wir nur 2-3 Mal im Leben benutzen. Katze kommt auch dazu. Ach, ist das cool. Unsere Family, was hast du jetzt hier? Nochmal ein Blumenkohl hier. Brokkoli. Felix, du machst das noch, ne? Ich kann dich allein lassen hier. Danke, bitte. Bist sehr konzentriert wegen unserem Sidolin hier, oder was? Citrullin? Okay. Ja, Sina, dann geh halt schlafen, meine Güte. Dann geh halt mal pennen hier, Mann. Dann muss der Felix weitermachen. Ja. Weil der braucht eh hier sozial. Guck mal an. Ja, dann hör mal auf. Dann mach mal hier weiter. Komm. Windeln wechseln können wir machen. Und dann Erziehung. Ne, wir machen jetzt hier mal Flashkarten weiter. Auch nochmal Basisbedürfnisse. Sonst kommen wir dazu nix. Mau, mau. Du Stinknudel, du. Flashkarten, traurig und erschöpft, weil Energie extrem. Du bist auch wieder total müde. Oh, dann müssen wir dich aber ins Bett bringen. Gute Nachtgeschichte, ne? Frag mal den Papi über dir. So. Ja, komm, wir gehen ins Bett. Schmeiß mal die Katzen raus. Schnee zur Paarung ermutigen. Au ja. Mama, was macht ihr jetzt? Du sollst ja schlafen gehen. Ohnmächtig werden. Ja toll, du warst gerade im Bett und jetzt wirst du hier ohnmächtig oder was? Willst du mich verarschen? Ach komm. Oh nee. Maul mal nicht immer so laut rum hier. Oh. Lea in den Schlaf lesen. Müssen wir noch kurz warten, Felix. Ich drück's mal 2 Mal. Unsere Katzenmama ist auch schon schlafen. Wieso schläfst du denn nicht richtig? Nickerchen machen. Schlaf mal richtig hier. Komm. Leon Streuner-Klee. Über Aufwecken belehren. Deswegen. Was machst du denn auch noch? Ich glaube, die machen Babys. Juhu. Auch im Alter ist der Leon noch ganz flott hier, ne? Unsere Schneekatze auch. Der erste erwachsen. Wieso wird denn die nicht zur älteren Katze? Das war doch unsere erste hier. Okay, den Leon haben wir adoptiert, ne? Komm, wir gehen schlafen. Mann. Schlaf lesen. Was war, Baby? Jetzt, Mann. Das muss jetzt gehen. Ist das wegen dem scheiß Schränkchen da schon wieder? Dann bauen wir das jetzt hier mal auch um. Machen wir heute noch. Baby Bong Move Objects. Ja, weil die Vorhänge immer so behindert einrasten. Gerade sag ich's. Also wir müssen das Fenster erstmal wegtun und dann den Vorhang hier an den Rand hier schön hin. Und dann kommt das Fenster zurück. Ja. Yeah. So. Und jetzt kommt das Schränkchen weiter zurück wieder, dass das nicht hier rumbackt in dem Bettchen.
So. Oh, die Lampe, was ist mit der passiert hier? Wo kommt denn jetzt der Vorhang hier? Hä? Was ist denn das wieder für ein Kackbug hier? Ehrlich mal. Was ist denn das jetzt? Kaum hat man neue Objekte, schon ist es irgendwie wieder kacke hier alles. Echt mal. Liebe Entwickler und Entwicklerinnen hier, das glaube ich jetzt da wohl nicht. So passt es jetzt, ne? Nee, auch nicht. Ach, das ist ja wieder ein Scheiß hier. Das klappt man doch nicht, oder? Das ist wie bei den Teppichen, wenn man die stapelt. Jetzt muss ich meine Lampe woanders hinstellen, wegen dem Drecksvorhang. Ist doch wahr. Hat das auch nochmal einen Vorhang. Na, toll. Auch durchs Fenster so blöd. Was ist denn das jetzt hier wieder? Ach, naja. Jetzt aber, komm bitte. Do it. Do it, do it. Das kriegen wir heute noch hin jetzt. Kann ja mal nicht sein. Oh, du musst ins Bett jetzt gehen. Ich lese dir mal was vor. Das ist ja dein Lieblingsbuch, ne? So, fertig. Jips. Also. Es war einmal ein gelber Dino und ein lila Dino. Der lila Dino hatte eine Schleife. Ich glaube, der ist weiblich. So, dann war irgendeine Prinzessin mit langen Haaren. Keine Ahnung. Und die Haare sind ja ausgefranst, sodass sie eine Glatze hatte. Und dann hatte sie lila Punkte auf der Kopfhaut. Und... Oh, die schläft ja schon. Felix liest selber weiter nie. Erziehungslevel 3 erreicht. Sehr gut. Yay. Es sind Kätzchen unterwegs. Schnee erwartet Nachwuchs. Bald werden kleine Pfoten durch das Haus trabbeln. Ey, wie cool. Ja, nochmal zu der Frage. Ein paar haben es geschrieben. Ist es jetzt hier irgendwie keine Tierzucht mehr? Das ist so eine Mitteltierzucht jetzt nur noch. Wir haben ja jetzt ein Kind. freiberufliche Arbeit fortsetzen. Du musst noch ein bisschen arbeiten, bevor du schlafen gehen kannst, lieber Felix, ne? Ja. Yeah. Wir müssen auch mal unbedingt wieder zu Lila und Rosie gucken in der City Apartment Girls WG. Das machen wir auf jeden Fall auch nochmal. Ich glaube schon in der nächsten Folge. Oder ja, wir gehen mal wieder hier in die City. Ich will unbedingt mir mal das Apartment-Gameplay genauer angucken. Das habe ich schon so lange nicht mehr. Da kommt ein bisschen Großstadtleben-Gameplay hier rein. Und ja, und danach geht es dann weiter mit dem Brick Penthouse dann auch wieder. Jetzt haben wir ja so einen Abstecher gemacht nochmal hier zur Hauptklee-Familie, zu Sina. Damit wir uns den Hamster angucken können. Weil der passt natürlich hier in die Family ganz gut rein. Und ich habe für die Family gewotet, dass die einen Hamster bekommen. Und ja, dann geht es jetzt weiter mit unserem Family Roulette. Okay. Ja, sehr cool. Also, ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sind für heute am Ende. Felix, du kriegst das hin, oder? Danach gehst du bitte auch schlafen zur Maus. Zu Sina Maus. Und du bist schon wieder traurig. Wieso denn? Schlaf doch jetzt einfach, bitte. Wir müssen mal die Katzen hier aussperren, glaube ich. Ist ja nicht zu fassen. Die wecken dich immer auf, ne? Tür abschließend für alle Katzen. Bäm. Hoffentlich haben wir keine Katze mehr hier drin, oder? Nee, ne? Das ist auch eine coole Tür. So eine will ich auch haben. Kann man abschließen nur für Katzen. Muss man die ja immer abschließen, ne? Dann kommen nicht an den Türgriff hin. Okay. Sina räumt auf. Sehr gut. Guten Morgen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.